Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 zusammen mit Michi und Dirk. Hast du wohl gedacht, ich sag mein Baby? Ja. Heute reden wir über den Streamplan, wie bei WhatsApp angekündigt. Wenn es euch fällt, könnt ihr gerne beitreten und liken, kommentieren natürlich nicht vergessen. Support ist kein Mord. Okay. Ja. Ja, und dann erzählen wir gleich nebenbei, wie wir fahren. Also, nein, nicht wie wir fahren halt. Also, wir erzählen hier, wie es weiterläuft mit dem Streamplan, ob weiterhin streamen, Streams kommen auf Twitch oder was anderes, etc. Kommst du gleich hinterher? Und ja, um keine weiteren Folgen zu verpassen, könnt ihr gerne liken, kommentieren, abonnieren. Bewerten von Skala 1 bis 10, wenn ihr euch habt. Ah ja. Gib mal Gummi, überhol mich mal ein bisschen. Oder kommt gleich hinterher ein bisschen. Lass halt nicht überholen nach vorne, ist das Problem, gell? Mach einfach rein. Ja. Also einfach reinmachen. Oder? So ein Arsch, gell? Echt mal. Jetzt haben wir schon gewonnen, oder was? Ach, doch verloren. Also, Freunde, wie im Streamplan steht, muss ich kurz selber gucken, ob WhatsApp gerade nicht hier offen. Wow. Na, denkst du, ich merke mir das alles? Also, für diesen Stream gibt es weiter ein ETS 2. Und für den nächsten ab Samstag und dann nächsten Sonntag bis 5.10. bin ich nicht da, bin ich in Türkei. Bei Türkei. Wird schön geflogen, etc. alles. Dann kommen, ja. Ja, dann nehme ich halt mein PC mit. Und wenn ein gutes Internet ist, wie ich es geschrieben hatte, können wir dann ausstreben. Ja? Laut diesem Streamplan für nächste Woche ist nur frei. Also laut Streamplan. Und wenn Internet gut sein sollte, dann machen wir mal ein paar Streams. Na. Stream. Oh, falsche Pin. Wartet mal kurz, Freunde. Dass ich mal blinke, ist was ganz Neues, gell? So, hier guck. Was brauchen wir? WhatsApp, gell? Und ja, Freunde, für nächste Woche, also na nicht nächste Woche, übernächste Woche, wenn ich da, wenn wieder Schule ist am 7. bis zum 12. ist ein Samstag. Vom Montag bis Samstag. Ihr fragt euch, wo ist denn Sonntag, Herr Shelby? Ja. Kannst du mal die Frage stellen, wo Sonntag ist, was da passiert? Wo ist denn der Sonntag? Ja, siehst du ja, ist ja nicht da und weißt warum? Das ist auch Ruhe. Tag. Ja. Da wollen wir unsere Ruhe haben. Ja. Ohne diese komischen Leute alles. Ornis! Oder Ornis! Ja, also nimmt's mir nicht böse, war auch nicht böse, mein gerade. Aber man braucht, der Streamer braucht mal eine Pause einen Tag lang. Oder zwei. Und dann für Montag, den 7.10. bis zum 12.10. glaube ich, gell? Was bis 12. oder bis 13. Bis 12. glaube ich. Jetzt nur ETS dann? 11. glaube ich. Ja, 11. Ja. oder. Nein, wir sagen mal 7. bis 11. ungefähr. Und ich kann den auch nicht auswendig gerade. Nein, ja auch nicht. Ich hab's vorhin gerade auswendig gesagt, aber jetzt kann ich den nicht mehr. So ein Trick. Stimmt's? Ja. Ist ja nicht schlimm. Jeder ist mal vergesslich. Ja, ich installiere gerade WhatsApp auf mein Tablet. Und dann geht's gleich weiter, liebe Freunde, wenn ich mein Handy finde. Und wo liegt das Handy? Das Handy kommt wieder von allein. Zurück. Ja. Oder kommt allein zurück, spannend. Ziert. Ja. Vielleicht liegt's wieder auf dem Bett irgendwo. Nee, diesmal nicht. Das hatte ich doch gerade gehabt. Dann liegt es auf dem Tisch irgendwo.
Wahrscheinlich. Nur liegt nicht auf dem Berg. Wir müssen halt eben hier aufpassen wegen Verkehr, Freunde. Also so eine Lieblingskurve, die ich gerne mag und die ich halt eben nicht gerne mag. Ja. Ah, ich habe Handy gefunden. Und wo lag's? Und auch das andere Handy. Wow. Immer was Neues, gell? Warte, Freunde, ich guck mal nach jetzt. Handy am Steuer ist zwar verboten, aber ich mach mal kurz. Bla bla bla. Sieht keiner. Oh. Am 17. bis 12.10. hatte ich recht gehabt. Das ist ein Samstag bis 12. Da geht's nur ETS 2 von 14 bis 20 Uhr. Und ja, Freunde, ich lese euch gerne mal vor, was ich noch alles geschrieben habe. Dann der neue, der. Was? Der neue. Was? Der neue, der am 7.10., 12.10., der gilt erst am Montag bis Samstag. Und der andere. Bläh, und der andere geht da nicht, da wo ich zu Hause bin. Also gilt da schon. Da werde ich keine Streams machen, wenn ich in Urlaub bin. Vielleicht haben wir Glück, gibt es besseres Inter. Nicht. Dass ich Multistream machen kann. Drückst mir die Daumen, dass es geht. Ja. Und dann bin ich auch ab und zu mal wandern dann. Wander, wander, wander. Hier wird es ja dann in WhatsApp-Channels sehen. Oder Kanal. Boah. Hab schon zu viel Kekse gefressen. Kekse. Ich nehme gerne welche. Was, Kekse? Ja. Freunde, ich merke gerade, meine Blase platzt gleich. Oh, platzt. So, hier, guck. Ach, weißt du was? Ich stelle mich hier hoch. Warte, da komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Aber mein LKW schafft das. Muss kurz ein Baby hochlassen. Einfach hinter mir gleich stellen, wenn es geht. Also, Freunde, gleich geht's weiter mit kurzem Thema. Um diesen Streamplan. Ich verbinde mich mal kurz jetzt einmal mit dem QR. Mit dem QR. Code. Ja. So, das wird weitergeleitet. Vielen Dank. Installiert. So, warte. Kann ich das Berechtigung aktivieren, zulassen? Ach so, mal Abend, dachte, du willst wieder am Handy sein. Nee. Also, Freunde, warte mal kurz. Willst du nun fortfahren? Ja, ich bin der Inhaber. Bin nie am Handy. Also, Freunde, also ab den, da wo ich nicht da bin, am 28.09. bis 5. Hab einen Schreibfehler drin, merke ich jetzt gerade. Mhm. Guck mal, am 28.09. Ach so, nee, das passt ja. Aber am 5.09. passt nicht mehr. Wow, da müsste 10. hin. Ach, da ist auf jeden Fall frei, Freunde. Da bin ich ja nicht dann da. Wie ja gesagt. Ja. Oh, also ich habe alles, das gleiche Sachen, Komponente an meinem PC drinnen mit zwei PCs, Prozessor, Grafikkarte, SSD, 520 GB. HDD, 10 Terabyte, Steam-Account, Mainboard, das gleiche und alles das und das andere. Ja. Wow, das war der kleine Louis. Also bis gleich, gell? So. Und zufälligerweise schreibt mein Daddy. Daddy! Passt ja perfekt, muss ja eh nochmal weg. Bis gleich, ja. Gell? Hey, so Freunde, bin wieder da. Wieder kurz im Baha. Und wir können fahren, Shelby. Können wir? Ja. Oh, der rollt aber zurück. Du musst beim 4. Gang. Oder auch nicht? Ersten Gang anfahren. Einfach ersten Gang und einfach nicht machen. Einfach nicht Gas geben, macht er dann automatisch schon. Weißt du, was ich meine? Mhm. Jetzt kannst du Gummi geben.
Heute auf dem 16. Komm's, Baby. Muss aber Gummi geben. Mach dich gleich links rein. Oder? Will ja die noch vorbeilassen. Warte. Muss ich erst anhalten. Mäh, wie kann sie? Nein. Meine Fresse. Warte, die kriege ich. Warte weg. Willst du schon mal stöhnen? Oh, 100. Achtung. Oh ja. Oh. Ich hatte echt große Titten. Oh ja. Ihr Kleiner. Guck mal, was ich mal geholt habe. Essen. Joghurt. Hab nur Joghurt geholt. Kommst du, Baby? Ja, der Streamplan läuft dann ab, dass wir dann 14 Uhr live streamen werden. Ja? Dass es dann nur rund ums Becken geht. Immer kurz dran nüffeln. Oh, guck mal, da ist sogar eine weiße Sahne dran. Ui. Du hast nichts Falsches denken. Hast du wegen geknutscht? Nee. Ja, den Pöller. Also hast du doch wegen geknutscht. Aber die Fracht nicht beschädigt. Nö. Nö. Ja, nö. Sofort Werkstatt aufsuchen. Ja, ja, ja. Bei mir hat auch irgendwer sein Pornoling wieder reingeschmissen. Ui. Hat er wieder rausgeschmissen direkt. Wahrscheinlich wegen Promotion. Moin. Nee. Ja, genau. Nee. Viewers on. Mehr brauche ich nicht erzählen, ne? Also ist es doch wie Porno. Ja. Schmuddeling wieder. Mhm. Ja, und Louis, der keine Eier hat in der Hose, traut sich nicht mal zu schreiben. Nein. Moin. Der hat nie Eier. Es. Der hat ja nur so eine kleine Gewürzgurke. Wahrscheinlich nur 1 Zentimeter groß. Nee, sind wir mal fair. 3 Zentimeter. Weißt du? Mhm. Ah, Louis hat doch auch nie genau Gewürzgurke, da wird er wahrscheinlich nicht treffen können. Dann. Der kleine Hosenscheiße. Ja, der kann sogar nicht mal richtig treffen. Bei ihm brauchte man auch 2-3 Ansprünge. Hier, guck. Ich habe erstmal seine Mutter alles erklärt, wie man das machen muss. Der kleine Hosenscheiße. Der nur am Beleidigen. Ja? Ja. Na, weißt du, was er außer beleidigen kann? Beleidigen nichts. Weißt du? Die bockig sein. Kann er auch immer sein. Bei Musik, weil er drangenommen worden ist. Weißt du, was ich dann gemacht habe? Nee. So, hier, guck. Und dann hat er wieder direkt beleidigt. Wie er dann immer auf Mutter geht. Sag mal, ich muss mal mit seiner Mutter mal reden, ernstes Wörtchen. Ah ja, ich glaube, das wird noch ein bisschen länger als 6 Wochen, ne? Mhm. Am besten, die Mutti soll hier gleich die Playstation wegnehmen. Und dann wird's lustig. Oh, Zockverbot. Mich, ja. Eine Woche Zockverbot. Ja, genau. So, hier, guck. Kann die Mutter zocken. Vielen Dank. Genau, und Luis? Nö. Kann erstmal Schule was lernen, sonst bleibt er dumm. Ist er ja schon. Stimmt, Shaby? Kann ich nicht beurteilen. Aus seiner Dummheit merkt man ja viel. Oder merkst du da nichts? Wie frech der ist, der Kleine. Hört ihr doch nicht, mit mir redet nicht so viel. Moin! Den habe ich gerade moin gesagt. Ja,
Jawohl. Moin. Mit mir schreibt er nicht so viel. Weil er keine Eier hat. Musst du doch wissen, dass er keine Eier mehr hat. Und seine Gewürzgurke-Bild habe ich auch immer noch. Moin. Bock mehr zu schreiben. Moin. Was? Er hat auch keinen Bock mehr zu schreiben, aus irgendeinem Grund. Moin. 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 Wie aktiviert sich das so oben aber nicht, ne? Mit dem Rastplatz, ne? Was? Irgendwie aktiviert sich das so oben aber nicht mit dem Rastplatz. Ne, macht das bei mir auch nicht. Das hängt vielleicht mit dieser Option zusammen, dass es das Müdigkeit an sein muss, ne? Ja, wahrscheinlich. Na, also kann man es wieder ausstellen. Bringt da ja nichts. Es geht nicht runter. Die Zeit bleibt die ganze Zeit bei 35 Minuten stehen. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Kleiner Mann. Also seine Gewürzgurkenbild habe ich auch noch. Gewürzgurken. So groß ist eine Gurke. So klein? Ist deine gerade größer? Nee. Hat auch so klein. Bin ich jetzt der Einzige, der einen Streifen hat? Wahrscheinlich. Schon mal wieder. Kann man ja nicht anders, dass ich nur einen Streifen hab. Achtung, bremsen muss gleich. Auch ich von Louis. Dass er nicht mal lieb sein kann. Hab ich ihn gebumst? Oh. Nö. Schade. Gebumst. Den habe ich aber jetzt gebumst. Ich esse schon mal mit. Joghurt. So, hier, guck. Joghurt. So, ja. Das ist auch nur wie süßes Kram. Was wie Kekse. Da ist halt eben nur ein bisschen Wichse drauf und Schokolade. Spekulatius. Guck mal. Weiße Soße. Ui. Demnächst links abbiegen. Zur Kirche Heiligener Straße. Ups, habe ich schon mal den Ort schon fast gesagt. Ups. Aber nicht. Leid. Ja. Als jetzt mal für die Community erzählen hier, was der Dings ist, warte. Inkasso. Jetzt habe ich das Wort. Was am Freitag für den kleinen Louis erwartet, Pappost. Na schon. Ja. Ja, das ist ein Unternehmen, was sich für Forderungen einsetzt. Also unter anderem bezüglich Zahlungen, also egal was. Also, ja. Also quasi, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt. Ja, auch bekommen wird. Und wenn man halt natürlich von entsprechenden Unternehmen halt auch bereits Mahnungen bekommen hat, ne, dass man zahlen soll,
Dann wird irgendwas in Kassel-Unternehmen eingeschaltet und die, ja, also wenn man da nicht reagiert haben sollte, was passiert ab ersten Mahnung, zweiten Mahnung und ab dritten? Also was passiert beim ersten Mahnungen? Von Kasse oder was? Mhm. Dann kriegst du eine Erinnerung, dass du zahlen musst. Ne? Natürlich wird da diesen entsprechenden Aufwand für die natürlich auch ausgeglichen werden. Das heißt, man kriegt natürlich dadurch natürlich mit mehr Kosten verbunden, die man am Ende bezahlen muss. Ja. Am Ende sorgen die halt dafür, dass beim Ende jemand die Rechnung offen hat und die Schulden am Ende ihre Kohle kriegen. Ja. Ja, was wenn man nicht reagieren sollte, wird halt, kommt halt nach einer gewissen Frist, die da beschrieben ist, kommt ein zweiter Brief. Dann wird dann nochmal, meistens sind das 20 Euro nochmal aufgebrummt. Ja. Dann bist du am Ende dann halt nicht mehr bei, keine Ahnung, 20 Euro, sondern bei 40 schon. Ja. Und beim dritten kommt dann halt nochmal 20. Dann bist du schon bei 60. Obwohl das eigentliche Produkt ja gar nicht so viel kostet oder eine eigene Rechnung. Ne? Deswegen ist das schon mit Mehrkosten verbunden. Wenn du immer nicht reagiert haben solltest, oder immer nicht dazu dich verpflichtet siehst, dich irgendwie zu melden da oder keinster Weise mit denen zu kooperieren oder das zu bezahlen, ja, wird das halt gerichtlich geklärt und das kann dann halt, ja, mit Sozialstunden oder halt einer Geldstrafe, ja, bewilligt werden. Und was sage ich? Entsprechend natürlich auch noch teurer wird, ne? Das müssen dann die Eltern halt eben bezahlen. Was machen die Kinder? Ne, was machen die Erwachsenen? Erwachsene haften ja für ihre Kinder. Und Louis hat ja selber kein eigenes Bankkonto. Da kann er das ja nicht selber bezahlen. Weißt du? Unter 18 bist du nicht vertragsfähig, also deswegen. Müssen das die Eltern machen. Dürftest du ihr keine Verträge abschließen? Ja. Achtung, Frau Kleiner, ja. Achso, der biegt ab. Ach, sah es aus, als ob er geradeaus fährt. Ja. Dass sie den nicht gleich wieder knutscht. Am besten aber Bescheid sagen, wenn du bezahlen kann. Ne? Eigentlich richtet sich solche Inkassounternehmen halt an Unternehmen. Also Privatpersonen, ja, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist. Geht's nicht. Denk mal, ja, es ist gar nicht möglich. Nee, geht auch nicht. Hab's schon mal probiert. Sonst wird wahrscheinlich jeder glorreich auf die Idee kommen, da halt irgendwie hinzugehen, ne? Wenn irgendwas nicht passt. Ich habe ja eine eigene Firma. Ist ja für die auch immer ein bisschen Aufwand, ne? Ja, leider. Naja, das heißt Aufwand. Na, nicht wirklich. Dieses Schreiben da eigentlich ist ja eigentlich nicht die 20 Euro wert, wenn man es so nennt. Die kopieren das ja und einfügen sie das ein. Ja, an sich ist es eigentlich nur ein Zettel. Eigentlich sind die 20 Euro nicht wert für ein Schreiben. Das ist halt für die Aufwandskosten. Oh. Kommst du gleich mit? Auf dem Auto gebumst. Bumst. Dann sollte man darauf achten, was man bezahlt und was man noch offen hat. Ansonsten, wenn man sie bezahlen kann, einfach mit den Herren reden. Und jeder hat ein Telefon. Hm. Und dann sagen wir, dass man nach 10, 20 Tagen braucht. Ungefähr. Ja. Also man kann mit denen reden. Also. Vor dem Kasse natürlich, ne? Mit denen reden. Ja. Das können die auch keine Gedanken lesen, ne? Was los ist. Man muss schon mit denen reden. Kann deine Gedanken nicht lesen, du kannst meine nicht lesen. Kann Louis seine Gedanken zwar lesen, dass er es nicht bezahlen will. Ja, dann hat er eben Pech. Kommt in Kasso, Kasso freut sich. Und ich freue mich auch. Hat er wohl dich abgebremst? Natürlich. Also Louis, kleine Verwarnung. Wenn du es nicht bezahlen solltest, Ende des Monats. Boah. Ja, dann kommt die Kasse, oder? Mitten in Oktober drin.
Ja. Stimmt's? Ja. Da kriegt der Kleine mitten in einer Woche hier dann einen B in Oktober ungefähr. Immer geradeaus. Hab ja ein Unternehmen. Stimmt's? Ja. Moin. Scheiß Blitzer. Da stand ein Blitzer rechts. Hier, da ist er. Tschüss. Der hätte dich sonst geblitzt und mich auch. Hätte er dich geblitzt? Weiß ich gar nicht, ob da schon 80 erlaubt waren, nicht? Na, 80 waren es erlaubt, glaube ich, oder 50. Ich glaube, 50 waren erlaubt. Wow. Guck mal. Hui. Oder geht das bei dir nicht? Doch. Immer geradeaus. Wenn der Louis nicht bezahlen will, selbst schuld, danke. Moin. Blitzer, Ling. Wir hätten dich aber jetzt geblitzt, gell? Ja. Moin. Tschüss. Kommt gleich noch einer. Wie viele sind denn hier? Das war, da waren mindestens zwei. Ja. Eine Blitzerzone gewesen. Niedriger Treibstoff, bla bla bla. Ja, Louis, also kannst du noch überlegen, ob du die Rechnung bezahlen willst, wenn nicht. Dass ich hier in Kasse zu dir komme, hochpersönlich. Und dann komme ich aber auch gleich zu dir mit. Adresse habe ich ja, da brauche ich nur deinen Namen eingeben komplett. Deine Adresse, wo du wohnst. Welche Postleitzahl. Und dann zum Pferd. Stimmt's? Ja. Das steht einfach nur da, gell? Ja. Ja, ich muss ja schon mal einen Inkasso-Mitarbeiter beauftragen. So, Alexander Geller. Geller. Ach, glaub ich, wie viel Virus auf dem Handy steht, wie. Pfui. Pfui, Teufel, gell? Muss mit dem Gummi geben gleich. Gummi. Hast du überhaupt Gummi für mich? Ja. Da krieg ich eins. Na, Regen kann auch mal aufhören, gell? Na. No. Oder nervt der Regen dich nicht? Nee. Genau. Sieh mal positiv, da kommt nicht so viel Sonne. Finde ich besser. Was, dass viel Sonne kommt? Ja. Hat da keiner vorbeizukommen?
Ah, danke. Moin. Mein Baby! Mein Baby! Wir müssen nach rechts. Der Kleine hat ja Schulden offen bei mir. 2 Euro, 4 Euro. Ja. Du fragst dich ja, wofür, gell? Oder kannst du es dir schon denken? Na schon. Der Stuhl ist weiter weg. Hat Schiss gesagt. Man muss auch kooperieren. Und den Leuten, gell? Ja. Alter, es regnet ja stark, wenn du es ausmachst, ja. Da wirst du wie ein Mob. Ich lass mich einfach rollen, weißt du? Kommst du, Baby? Warte. Kommst du? Solche Rollen, so klar wollen wir. Du wolltest ja anders Gold, Shady? Oh. Ey, mal gucken, ob du Plus gemacht hast. Baby. Also Freunde, wenn es gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, dann sieht man sich uns bei der nächsten Folge Video da wieder. Tschüss. Ciao mit auch. Ach, der Kakao mit auch. Tschö. Tschüss.